Hallo zu Collection Treasure, einem Schätzchen aus meiner Sammlung. Und hier stelle ich euch einfach mal meine Future Stars vor, von Captain Future aus dem Jahre 1980. Gut verpackt, diese schöne Toybox in einer Collectors, in einer Schutzhülle, Collection Schutzhülle, kann man sagen, von Sammlerschutzhüllen.de. Und das ist, wie gesagt, von 1980. Das heißt, wenn man dieses Jahr mit 2022, ist es 42 Jahre alt. Ist ein Stück meiner Kindheit. Ich habe es in meiner Kindheit zum Spielen mehrfach gehabt. Und dieses Exemplar, was ihr seht, ich habe es in meiner Kindheit irgendwann mal auf dem Flohmarkt gefunden für 2 oder 3 D-Mark und habe es mitgenommen, was damals ja, kurz das ja rausgeschmissen, weil es das oft gab. Und seitdem habe ich es in meiner Sammlung behalten. Ich werde gleich ein bisschen näher ranfahren. Ich will es aber nicht mehr aus dieser Schutzhülle nehmen. Ich möchte es eigentlich gar nicht mehr, dass das irgendwie nochmal irgendwie Schaden nimmt, weil ich bin froh, dass es doch eigentlich alles in einem sehr guten Zustand ist. Captain Future hält meiner Kindheit durch den Anime, mit dem ich aufgewachsen bin. Bis heute gucke ich ihn gerne, ich lese die Bücher dazu, höre die Hörspiele und beschäftige mich auch ein bisschen noch damit. Captain Future in dieser Edition sind ursprünglich nur der Captain Future, Greg und Otto enthalten. Und wir schauen uns jede Figur gleich einfach mal an und ich rede da so ein bisschen zu. Also dieses Set, glaube ich, hat früher um die, 10 D-Mark gekostet. 9,95 Mark oder sowas. Also es war unter 20 D-Mark. Kann auch 14,99 mal gekostet haben. Also D-Mark, das ist das Gegenteil zu heute. Heute hat das einen Wert, ich habe schon Preise bis 300 Euro gesehen für das Set. Wie gesagt, dieses hat schon seine Zeiten. Ihr seht, der Plastikblister, ich möchte ihn gar nicht mehr anfassen. Der ist jetzt brauner geworden, der war weiß. Aber ja, so ist es eben halt, was das 42 Jahre alt ist. Und sonst muss ich sagen, ist es ein sehr guter Schuss. Es gab es in 2 Varianten. Das ist die Popi-Version. Es gibt auch eine Mattel-Version mit den, mit Hero Stars und so drauf. Oder 3 Heroes. Das ist jetzt die Popi-Version und die schauen wir uns mal genau an. Fangen wir an mit dem Artwork von Captain Future. Hier richtig schönes, cooles Artwork. Echt cool zu sehen. Und der Future-Look eben halt. Dann steht daneben Future Stars. Dann haben wir hier eben halt, fangen wir mit dem Captain an, komm, wir fangen mit dem Captain an. Hier sehen wir den Captain und das ist halt eine Sache aus der Zeit, ist nicht bemalt. Das ist leider so gewesen. Der Kopf, da fehlt sämtliche Farben und war eigentlich im Endeffekt für die heutige Zeit sehr eintönig und wirkt überhaupt nicht nach ganz sozusagen vom Gesicht her wie der Captain, den wir da auf dem Bild sehen. Und bei den anderen Figuren war es ebenso der Fall und soll ich sagen, so waren die Toys teilweise der 80er Jahre und im Endeffekt neben den Star Wars Figuren und so weiter, waren das 1980 somit die ersten Action Figuren, die wirklich in Deutschland erhältlich waren, die auch sehr beliebt waren. Genau, so, gucken wir uns den Captain mal ganz genau an. Ne, das ist Greg. So, da haben wir den Captain, hier könnt ihr das genau sehen. Er ist zwar sehr schön modelliert, aber überhaupt nicht bemalt. Ja, so, das Brustschild ist ein bisschen mit so einem silbernen Rahmen. Drumherum, das ist auch noch alles gut im Schuss. Dann seine beiden Doppelwaffen, die reingesteckt wurden, an die Beine. Die Waffen hängen so an an kleinen Kebelchen. Habe ich früher auch mal abgeschnitten. Ist halt manchmal so. Aber ja, ist trotzdem irgendwie sehr cool. Können sie in die Hand gesetzt werden und da konnte man mit spielen. Die Figur ist sehr gelenkig, hat also die Armgelenke oben, kann man gut bewegen. Mittelgelenke und ja, Füße auch. Eben halt sehr, sehr beweglich sind die Figuren einfach. Ja, richtig schön. Ja, und ihr seht, wie gesagt, ganz einfach. Ein bisschen große Füße, würde ich sagen, hat er. Ja. Dann gehen wir weiter zu Otto. Und hier seht ihr den Unterschied. Der hat ein richtiges Gesicht. Das liegt daran, dass ich einfach es in die Hand genommen habe und ihn bemalt habe. Mit Ölfarben oder so damals. Ich wollte ihm ein Gesicht geben. Nochmal hat er keins. Das ist also, er ist nicht mit bemalt. Aber ich finde, ich habe ihn ganz gut getroffen, mit den weißen Augen und dann die schwarzen Augenbrauen. Und auch auf der Mütze habe ich so einen gelben Punkt gesetzt, um dieses Seemanns-Logo hervorzuheben. Ja, auch die Gummipuppe, richtig gut besetzt gemacht. Also ich finde, richtig gut. Der Gürtel hat er ist aufgeklebt und die Pistole ist rangesteckt. Die kann man abnehmen und kann man in die Hand setzen. Und was man hier jetzt ganz unten sieht, der ist jetzt ein bisschen umgekippt, das ist sein Haustier Oak. Diese Figur stammt aus dem größeren Kometen-Set, also die Future Komet gibt es in so einem großen Set. Das ist komplett aus Plastik und dort sind die Future-Figuren mit ihren Haustieren dabei. Hatte ich früher als Kind auch, leider ist nicht viel davon übrig geblieben, aber Oak habe ich damals in die Verpackung gepackt. Ja, und
Der passte auch, finde ich, richtig gut dazu. Ja, gehen wir weiter zu Greg. Und ihr seht, auch ich habe ihn bemalt. Ich habe die Weste, habe ich diesen Look gegeben, da habe ich mich mit dem Filz bemalt. Und auch die Augen. Ich muss jetzt ein bisschen das anders halten. Sekunde, ich werde das mal ein bisschen ranstellen. Dann können wir ihn so ein bisschen besser gucken. Er ist so ein bisschen darunter. Oder mich könnt ihr auch so ein bisschen sehen, will ich gar nicht. Ich habe die Augen eben halt angemalt und auch die Weste so ein bisschen. Oftmals ist es so, dass die Weste kaputt gegangen ist. Sie ist auch teilweise eben halt, hat sich aufgelöst, ist leider auch so ein Teil, ja, weiß ein Zeitzeugnis. Das ist halt so, ne? 42 Jahre alt, was soll ich noch sagen? Aber ich finde, er ist sehr modelliert, gut modelliert, trifft die Figur sehr, sehr gut. Ja, Future-Logo auf der Brust. Und ihr seht auch, die Waffe war an der Seite eben halt angesteckt. Ist auch identisch übrigens mit der von Otto. Die hat einen oberen Nipsel, während die von Captain Future so einen Mittelnipsel hatten zum Reinstecken. Ja, und ihr seht hier das Haustier von Greg Oak. Ich verspreche mich, Yeek. Das Haustier Yeek. Und das lag eigentlich dem Metall Greg dabei. Habe ich als Kind auch gehabt. Und ja, sehr. Den habe ich leider nicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was da kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall habe ich den Greg, oder von diesem Greg, den Oak genommen und dazu gepackt, weil ich fand, das war ganz gut. Und ich finde auch, der passt zum Größenverhältnis wunderbar. Vor der Rückseite will ich nochmal zeigen, so die Seitenteile oben, Titel Future Stars und die kleinen Kopfmotive plus Logo an der Seite lediglich. Ja, das ist der Titel und die Groß unten das gleiche. Und dann haben wir hier das wunderbare Motiv der Komet. Das ist ein richtig schönes Motiv. Es wurde auch mehrfach verwendet, nicht nur für dieses Set, sondern auch auf der Future Komet. Der Metallkomet ist dieses Artwork vertreten. Ich finde es richtig gelungen, auch mit diesem offenen, aber ja, schauen wir uns gleich mal genauer an. Hier könnt ihr noch mal sehen, Merchandise in München 1980, made in Singapur. Und dann seht ihr hier unten, ich versuche die Spiegelung wegzukriegen, weil ich sagte ja, ich nehme es nicht aus der Hülle raus. Hier wunderbar zu sehen, Greg, Otto, der Captain und Ken Scott in der Mitte. Und dann habt ihr die Future Komet und das ist ja so ein Seitenquerschnitt, wo ein bisschen offen ist. Und ihr könnt hier sehen, ja, die Future Komet, wie sie so aussieht. Ja, aufgebaut ist, so ein bisschen die Räumlichkeiten und die Technik, das finde ich richtig gelungen. Auch hier bis zu dem Protonenkanonen. Hinten das Heck, wo der Cosmoliner drin sitzt. Richtig schön gelungenes Teil. Hier möchte ich noch mal eine Figur separat zeigen. Ich habe eine einzige lose und zwar den Greg. Ich habe ihn auch mal vom Flohmarkt in den neueren Zeiten gefunden. In einer Grabbelkiste und habt dafür 50 Cent bezahlt. Ja, bleibt natürlich auch in der Sammlung. Ihr seht, die Weste fehlt, was ich sagte, die hat sich wohl aufgelöst oder ist kaputt gegangen. Aber hier könnt ihr jetzt mal sehen, die Augen sind anders als bei meiner nicht bemalt, aber gut für Vorlage, sodass es einfach war, ihn zu bemalen. Und ihr seht, für die damalige Zeit eben halt gut modelliert. Und ihr seht schon die Kniegelenke, Fuß, ja, ist festgesteckt. Armgelenke doppelt, also man kann die Figuren richtig gut bewegen. Hier seht ihr Armgelenk eben halt da zu bewegen. Der Kopf ist fest, der lässt sich nicht drehen. Kniegelenke, auch hier mit so einem Schutz, ist irgendwie ganz witzig. Also Otto dagegen ließen sich nur die Arme bewegen und das auch nur, weil so aus Gummi eben halt war, hoch und runter. Wie eine Star Wars Figur kann man fast sagen, nur da waren die Beine beweglich. Und das ist eben halt mein Greg, den ich noch separat habe in dieser Collection. Richtig schön. Hier nochmal in voller Blüte. Ja, das ist ein Collection Treasure, ein Schatz meiner Sammlung. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich freue mich über ein Like, ein Abo und vor allem über einen Kommentar von euch. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid.